Ja, guten Tag zusammen. Willkommen zurück zu 7A2 Nordisch allein zu Haus. Und ja, wir sind an Tag, an Tag, am Tag, im Tag, ja, Tag 8, 7:35 Uhr. Das heißt, ein neuer Tag bricht für uns an und ja, ich muss mich erstmal kurz aussortieren. Und dann können wir mal schauen, was wir denn heute so treiben. Ich habe mir gedacht. Was habe ich mir überhaupt gedacht? Ich habe mir gedacht, dass wir heute mal so ein bisschen Richtung einen Garten investieren. Dazu mache ich mir gleich schon mal die Gardening Hoe fertig. Achso, das passt natürlich nicht, ich Depp. Gut, dann sortieren wir hier noch ein bisschen aus. Ja, wie ihr gesehen habt in der letzten Folge, ist nicht allzu viel passiert. Ich hatte ja die Hoffnung, dass da eine schöne Feral-Horde kommt. Aber nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, das war alles nicht so prall. Aber es ist so, wie es ist. Und ja, kann ich jetzt so spontan auch nichts dran ändern. Barbed Wire können wir gleich nochmal draußen ranklatschen. Wenn wir das. Oh, ich habe ja noch 60 Mal. Eieiei, da können wir ja richtig mal richtig Gas geben. Da muss ich nur aufpassen, dass ich mich da nicht selber mit verletze. Das kann ich auch so sehr, sehr, sehr gut. Da haben wir schon Barbed Wire. Dann machen wir nochmal Barbed Wire kurz dran, damit ich so ein bisschen den Platz loswerde. So. Ja, das ist wirklich mysteriös mit der Horde. Ich hätte echt fest mit gerechnet, aber irgendwie nicht. Obwohl ich auch gelesen habe, es kann auch sein, dass die Horde später kommt. Also es kann durchaus so sein, dass wir hier zeitnah irgendwann einen Besuch kriegen. Ob das natürlich so sein wird, werden wir sehen. Kann ich nichts zu sagen. Vielleicht bekommen wir es eh schon nicht zu sehen, alleine schon, weil die Alpha 11 vor der Tür steht. Und wann die vor der Tür steht konkret, das weiß auch wieder kein Mensch. Also das sind Fragen über Fragen. Und solange da nichts passiert, solange es da nichts Eindeutiges gibt, baue ich hier erstmal weiter. Wobei, ich werde natürlich noch einen Ausflug machen. Ich muss mal eben schauen. Ich wollte eigentlich mal ganz gerne wieder mal hier in die Wüste. Und dann wollte ich mal gucken, ob ich irgendwo. Ob ich irgendwo die Dings finde. Na, sag schon, hier, die Steppe. Damit wir da auch mal so ein bisschen vielleicht mal Mais finden können, weil ich glaube, Mais, da werde ich so ein bisschen Probleme haben. Ich weiß gar nicht, hatte ich Mais da? Ich muss gleich mal schauen. Erstmal schön alles dicht pflastern hier mit dem Kram. Barbed Wire. So, eine Ecke werde ich die, ups, eine Ecke werde ich die gleich nicht setzen können. So, ach, verdammt. Was? So. Ja, das kann ich die natürlich da nicht setzen. Das ist so ein bisschen blöde gemacht. Das ist ein bisschen blöde gemacht, aber es ist leider so. So, da oben haben wir noch einen, den wir ransetzen können. Haben sie den kaputtgeschlagen oder was? Ha. Da haben sie anscheinend einen kaputtgeschlagen. Naja, gut, können sie ja meinetwegen. Ist mir auch relativ Wumpe. Hauptsache, sie haben sich ein bisschen wehgetan. Ich wollte gerade sagen, steht da hinten ein Schwein, aber das ist immer nur dieser Strauch. Gut, machen wir weiter. Ich wollte eigentlich, ich werde erstmal hier den Zaun erstmal wegmachen. Und dann werde ich mal zusehen, dass ich hier mal so ein bisschen den Garten mache. Mein Plan war ja, deswegen hatte ich hier ja schon Stahlbeton hingesetzt, dass ich hier den Garten ein bisschen weiter ausbaue. So, dazu schlagen wir erstmal hier mal den Zaun weg. Aber ich bin echt schon so gespannt auf die Alpha 11, was man da so mittlerweile so liest und die Bilder so aus Madmuls Blog. Also da, da juckt es einem wieder in den Fingern. Wobei man natürlich auch ehrlich sagen muss,
Man vergisst auch die Entwicklung mal relativ schnell. Das hatte ich auch letztens in einem Let's Play gesehen und gehört. Es ist natürlich schon so, man freut sich immer auf eine Alpha 11 Veröffentlichung und dann dauert das vielleicht ein, zwei Folgen oder vielleicht ein, zwei Stunden, dann hat man das schon wieder vergessen und dann wartet man eigentlich nur noch auf die Alpha 12. Und ja, mal gucken, wie das mit der Alpha 11 ist. Das könnte natürlich ein ganz neues Spiel werden, wenn die dann die Unity 5 rausbringen. Das wäre natürlich schon mal Oberhammer. So. Haben wir den Part schon mal weg. Und dann hauen wir auch hier gleich den Stein mal weg. Der ist eh nutzlos. Da kriegen wir Destroyed Stone raus. Da können wir, glaube ich, wieder Gravel draus machen. Das passt ja wunderbar. Eigentlich können wir sowieso alles abbauen. Das ist total egal eigentlich. So, können wir hier den Kram auch noch abbauen? Ich ärgere mich jetzt so ein bisschen, ehrlich gesagt, bei der letzten Folge oder kurz bevor ich die letzte Folge aufgezeichnet habe. Da hatte ich eine schöne Horde. Die hätte ich mal aufzeichnen sollen. Aber was ist? Kommt natürlich wieder keine Nachthorde. Ah, echt schlimm. Aber naja, was soll's? Ist so, wie es ist. Kann man nichts machen. Und dann kann man nur auf die nächste Horde hoffen, beziehungsweise die wird garantiert auch kommen, wenn ich hier noch ein bisschen Lärm mache. Dann kommen die eh von allein. So, machen wir hier noch ein bisschen abbauen. Machen wir hier noch ein bisschen abbauen? Hä? So, machen wir die Kram. Machen wir den Kram auch mal weg. So. Dann können wir gleich eigentlich schon mal den Garten anlegen. So, okay. Ich würde sagen, wir machen den hier vorne direkt dran. Aber nicht hier. Hier mache ich mir am besten nochmal so irgendwie Gehwegplatten oder sowas. Irgend so ein Kram hin. Die Ho. So, dann machen wir das. Das. So. Ups. Das war nicht gewollt. Ups, das war auch nicht gewollt. So. So, dass wir die so bummelig auf der gleichen Höhe kriegen. Hier können wir, glaube ich, noch einen machen. So, dann sollte das passen. Da kann ich dann nachher ja eh noch eben so Gehwegplatten oder sowas hinlegen. Das passt schon. So. Muss man gleich mal gucken, dass wir noch ein bisschen Stein beziehungsweise noch ein bisschen Stahlbeton noch haben. So. Muss ja auch erstmal noch gar nicht so hoch sein. So hoch sei schon, so groß sein der Garten. Habe ich das jetzt hier, weil hier Gravel ist? Hm. Weiß man nicht. So, machen wir hier erstmal das Gedöns weg. Ich weiß ehrlich gesagt, ich bin momentan noch gar nicht auf dem Laufenden, was ich überhaupt an Saat da habe. Also ich glaube, Kaffee hatte ich da. Muss ich gleich mal gucken. Gelbe Pflanzen können wir gleich auch noch mal gucken. Goldenrod. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, als wenn ich hier Gravel aufgehäuft hätte. Naja. Oh, was? Ja, ist ja gut. Das ist da genau das, was ich meine. Dass ich mir wieder wehtue. Was ich auch noch machen wollte, ist auf jeden Fall... da haben... Oh, da kommen sie schon. Das ist eine Horde, natürlich schon so. Das ist eine Horde. Da kommen sie. Siehst du, da habe ich noch meine Horde. Wunderbest. Komm zu Papa. Moin. Saps. So. Wo war die letzte Nacht, hä? Hä? Ich habe die ganze Nacht auf euch gewartet. Ich habe mir Sorgen gemacht. Dafür gibt es jetzt die extra Portion Schelle hier. So. Und so. Und noch ein. Und
Noch ein. Was? Achso, ich dachte, von hinten kam einer. Hörte sich das plötzlich so an. Moin. 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 Oh, so klein ist die. Ah. So klein ist die Horde mal gar nicht. Sag mal. Ja, hör, halt doch mal das Maul, Mensch. Schrei mich nicht so an. Ups. Na, wer will als erstes von euch beiden Süßen, ne? Wer möchte? Du? Okay. Bitteschön. 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 Und los. So, dann mal gucken. Ich werde mal... Wo sind denn die hübschen kleinen... Ah! Na, du backst ein bisschen fest, mein Freund, ne? Kann ich auch nichts für. So. Search Nurse. Eigentlich wollte ich mir nur die angucken. Na gut, dann gucke ich die auch mal an, wenn ich schon mal dabei bin. So, du hast ein bisschen Fett dabei. Was hast du dabei? Was nix? Was hast du dabei? Oh, okay, ein bisschen Mething. So, das ist nicht dabei. Was hast du dabei? Schneid dir mal die Zehennägel. So. Hab zwar nicht alles abgelootet, aber okay, das passt schon. Gut, da haben wir das auch schon wieder. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte jetzt nach Saaten gucken. Saat, Saat, Saat. Saat haben wir. Zumindest ein bisschen Gave. Dann machen wir uns gleich mal hier wieder so ein bisschen was fertig. Ich würde mal sagen, wir fangen hier an. Dann können wir hier den Garten schön abgrenzen. Kaffee. Das war schon wieder. Oh. Was? Tatsächlich alles an Saaten hatte ich nicht auch irgendwo noch. Mais oder was? Kartoffeln, okay, die kann ich gleich auch nochmal machen. Eine Blaubeere, die kann ich nochmal verwursten. Dann nehmen wir uns nochmal die Hälfte der Kartoffeln, können wir uns noch mitnehmen. Schade, dass man Fleisch nicht anpflanzen kann. Das wäre mal eine geile Idee. So ein schönen, so ein Fleischbusch oder so, wo ein Schwein drauf wächst. Naja, okay. Oh, ey. Die Hauptsache, die Zombies verletzen sich nicht dran, aber. Ja, ist ja gut! Mann! Ich bin mein bester Kunde von den Dingern. Mein Gott, ey, will ich da nicht irgendwann dran krepieren im Mist. Was ist. Oh, das kann ich gut. So, dann machen wir noch ein paar Kartoffeln. Die machen wir auch nochmal fertig. Und dann können wir gleich nochmal rumgehen. Das kann ich eigentlich jetzt mal machen, während ich Kartoffeln auseinandernehme, dass wir hier schon mal ein paar Teepflanzen sozusagen schon mal einsammeln. Was ich dann auch noch mal brauche, ist ein bisschen, das kann ich auch gleich mit einsammeln, wenn ich hier schon mal bei bin, ein bisschen Cotton. Dann kann ich nämlich dann auch ein bisschen Stoff herstellen, weil ich wollte nämlich nach meiner Tour in die Wüste nämlich auch ein bisschen Aloe noch mitbringen. Und dann können wir nämlich gleich wunderbar. Da sind noch ein paar Zombies hinten. Habe ich was zu fordern dabei? Jo. Hätt wie. Dann kann ich mir nämlich gleich noch... Da hinten läuft ein Hase. Den kriege ich jetzt so erstmal nicht, glaube ich. Oh, der hat gesessen. Der war schön. Du kriegst auch noch einen. Oh, der war auch schön. Ich dachte, der geht rüber. Naja. Wo ist sie? Da ist sie. Und die hat nämlich auch immer schön lecker Bandagen dabei. Aber diesmal hat sie noch Alkohol dabei. Auch gut. Da komme ich persönlich auch sehr gut mit klar. So. Eier können wir auch immer gut gebrauchen. Karten wollen wir auch haben. Der war voll... Doch, den kriegst du. Wer ist denn hier am Fuchteln? Da ist ein Hase. Wo bist du, Häselein, Haselein? Nehmen wir alles mit. Na, kann ich gar nicht. Schade. Was kann ich wegschmeißen? Gras kann ich wegschmeißen. Fleisch nehme ich auf alle Fälle mit. Lead Trophy. Na, okay, scheiß drauf.
So, hier ist aber noch irgendeiner am Rumwieseln. Ich höre den doch. Gordon. Da hinten ist noch eine Tucke. Oh, nicht richtig getroffen. Och, Mensch, doch. Och. Ach, jetzt habe ich sie. Gut. Dann schauen wir hier auch nochmal rein. Ach, Federn. Verdammt. Müssen wir uns gleich erstmal entleeren. Und dann schauen wir mal. Dann können wir gleich noch ein bisschen den Garten weitermachen. Ba, 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 ba. Ja, scheint irgendwie so, weiß ich nicht. Mais hatte ich doch aber mal. Muss ich mir mal die letzten Folgen mal anschauen. Irgendwo hatte ich da auch mal Mais gefunden. Merkwürdig. So, ganz vorsichtig rein. Oh, was können wir hier noch loswerden? Da können wir ein bisschen Messing loswerden. Eisen haben wir da. Das können wir gleich verwursten. Bottled Water. Bottled Water. Da kommt die Gläser, kommt da rein. Bottled Water. Hatte ich doch noch Grain Alkohol. Hatte ich das nicht? Hier hatte ich Grain Alkohol. Grain Alkohol haben wir, Vitamine haben wir, Painkiller haben wir noch da, Antibiotika haben wir noch da, das ist schön. Das Fleisch, ups, das Fleisch werde ich auch mal eben da reinpacken. Achso, dann haben wir da noch ein bisschen Lead, dann haben wir noch die Gewichte, das haben wir noch, haben wir noch was an Dosen, Detroit Stone. Die habe ich gerade Detroit, das Destroyed, meint ich. Detroit ist aber auch schön. Nee, achso, Eier. Eier könnte ich auch nochmal loswerden. Eier, so. Ja, bisschen haben wir noch, aber bisschen sollten wir uns auch nochmal einsammeln. So. Die Pickaxe kann erstmal weg. Dann machen wir uns nochmal die Saat. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine, man konnte die auch, den Tee auch einfach so anpflanzen. Bin mir da jetzt auch nicht ganz sicher. Bevor ich jetzt hier Müll erzähle, mache ich ja meistens eh, aber. So. Kartoffeln. Damit hier auch mal ein bisschen was im Garten kommt hier. Werde ich noch schön weiter ausbauen im Garten. Und jetzt habe ich zu weit gepflanzt, ne? Oh. Obwohl, das ist eigentlich egal. Hier vorne kann ich das ja machen. Machen wir erstmal hier weiter. So. Saaten. Müssen wir gleich mal gucken. Ich probiere das sonst gleich gerne mal aus, ob das auch so normal wächst. Bin mir jetzt nämlich nicht ganz sicher. Sieht mir nicht danach aus. Gut, dann machen wir mal die Ho. Weil da vorne hat er nämlich. Upsa. Machen wir den Garten ein bisschen größer. Ist ja egal. Aber auch nicht weiter als das Haus. So, machen wir da noch ein bisschen. Da noch ein bisschen. Da noch ein bisschen. Da noch ein bisschen. Und da noch ein bisschen. Damit wir hier mal ein bisschen Material rankriegen. Na. So. Hätt's allerliebst. So. Machen wir hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen, da noch ein bisschen, da noch ein bisschen. So. Ah, reicht erstmal. So, dann machen wir noch ein bisschen Cutten fertig. Cutten Seed. Dann können wir hier auch mal ein bisschen verlängern. So. Ups. Nein, ich will nicht buddeln. Ich will das dreckige Gras loswerden. So. So, einer geht noch. Okay.
Dann Cutten Seed. So, ich glaube auch bei Cutten ist es nämlich auch so, dass man das nicht unbedingt aufhäufen muss. Ich bin mir da jetzt auch nicht mehr sicher. Also ich so Kleinigkeiten, da vergesse ich mal. Aber ich mache, ist egal, ist ja nicht viel Arbeit. Macht man einmal so ein Beet fertig und dann ist es gut. Und dann hat sich der Lack. So, ups. Na, mach. So, prima. Da haben wir da auch schon ein bisschen was gemacht. Hier vorne können wir eigentlich auch noch mal verlängern. Das können wir gleich mitmachen. Dann habe ich halt nur den Weg direkt am Haus, denn ohne Pflanzen. Dass ich dann noch zumindest ein bisschen vorbeikomme. So. Ups. So. Okay, das passt. Wunderbar. Gut, das sieht ja schon mal gar nicht so bescheiden aus. Jetzt müssen wir halt nur noch zusehen, dass wir irgendwo so ein bisschen Mais herbekommen. Weil Mais ist schon recht geil, weil Mais kann man natürlich dementsprechend was zu essen herstellen. Man kann daraus Biodiesel oder irgend sowas kann man, glaube ich, daraus herstellen. Und da werde ich dann mal gucken. Die Potatoes behalten wir erstmal noch. Dann haben wir Animal Fat. Da können wir uns mal ausleeren, bevor ich die Folge beende. Machen wir so. Die Saaten packen wir auch erstmal hier rein. Destroyed Stone haben wir auch noch ein paar Mal. Da können wir schön Gravel draus machen. Was haben wir noch zum Reinlegen? Holz brauchen wir sowieso immer zum Reparieren. Brauchen wir das? Können wir da auch noch mit reinschmeißen? Ach nee, da ist schon was. Candles können wir auch hier reinschmeißen. Daraus mache ich mir dann gleich. Ich muss mal gucken, was hatte ich überhaupt noch an Eisen noch da? 26 Ingots, okay. Aber jetzt muss ich noch was essen. Erstmal was essen. So. Schön lecker Happa Happa. Das reicht nicht, sagt er. Dann machen wir uns mal ein bisschen, beziehungsweise mal ein bisschen Pork rein. Na. Gut, und noch ein bisschen Tee. Und dann läuft der Laden wieder. So. Gut, dann haben wir hier. Was könnte ich. Eigentlich Eisen brauche ich noch ein bisschen. Dann kann ich erstmal die Axt wegschmeißen. Das packe ich auch erstmal weg. Das so, so. Ich weiß jetzt gar nicht. Davon hatte ich 24 Schuss. Ich würde mal sagen, ich nehme dann die Hunting Rifle mit. Die Hoe brauche ich momentan auch nicht. Die Shotgun packe ich mir erstmal auf Lager, würde ich sagen. Davon habe ich eh nicht so viel Material. Ups, ich wollte auf meine Waffenkiste. So, meine Waffenkiste. Shotgun rein. Und die Shells rein. So ein bisschen sortieren, ein bisschen gucken. Okay. Aus dem Kram mache ich gleich, also aus dem natürlich nicht. Das kann ich mal da wieder reinschmeißen. So. Da haben wir noch ein bisschen Concrete. Und dann nehme ich mal als Werkzeug mal das ausnahmsweise mit. Und dann mache ich mir nämlich noch gleich ein paar Wände draußen hin. Ja, wie dem auch sei, wir sind schon am Ende einer Folge wieder. Mein Gott, die Zeit rennt aber auch. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne Daumen hoch da. Tipps, Tricks, Anregungen, wie immer gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Bis zur nächsten Folge von 7 Days to Die Nordisch allein zu Hause. Bis denn!